Herzlich willkommen. Bevor der Print-Day zu Ende geht, wir sind ganz froh, dass wir noch 45 Minuten Zeit haben, über die technischen Hintergründe zu reden. Mein Name ist, die meisten kennen mich wahrscheinlich, Paul Seidel. Ich bin für die Plugins für den Komet PDF-Renderer zuständig. Christoph Sörgel ist unsere Verbindung zur Außenwelt praktisch, alle Geschichten, die mit Server und Bridge und so zu tun haben, macht Christoph. Leo ist für Illustrator-Plugins und für vieles andere zuständig. Ich werde beginnen mit dem Komet PDF-Renderer. Das ist jetzt nichts 4.2-spezifisches. Alles, was da in 4.1, in 4.2 gehen wird, ist jetzt auch schon in 4.1 drin. Aber es wird ja ein zentrales Element für das Printgrid und für die Cloud. Deswegen wollte ich kurz einen kleinen Blick drauf werfen, wie weit der ist. Sie sehen hier einen Screenshot von einem PDF. Das habe ich gestern mal als Test gemacht, in dem man relativ viele Elemente sieht, die da schon so drin sind. Man sieht das, hier sind Tabellen. Die sind, wir haben ja keinen Pub-Server zur Verfügung, mit dem internen Tabellenmodul gemacht. Die können in Textketten weiterlaufen, zum Glück. Man sieht auch, dass es hier so alternierende Reihen und so, was man mit Tabellen machen kann, dass das geht. Wir haben, hier sieht man ein kleines Element, hier unten das Musterseiten. Kennen auch. Natürlich ist das Ganze, wie bekannt, mit Templates gesteuert. Die werden, wenn man sie im InDesign anlegt, automatisch in einer Version gespeichert, die der Renderer dann auch verarbeiten kann. Wir haben wunderbar, hat Leo zum größten Teil gemacht, Webbilder, diese ganzen Bilder kommen irgendwo über URLs rein. Das funktioniert also auch und, das sieht man jetzt hier natürlich nicht, aber diese kleinen unterstrichenen Sachen und auch die Bilder, das sind alles so Hyperlinks, die dann tatsächlich funktionieren werden. Und worauf wir besonders stolz sind, dass was hier hinten rauskommt, neben dem PDF, ist eine neue Renderer-kompatible Datei, die der Renderer natürlich wieder aufkriegen wird, aber man kriegt diese Datei auch 1:1 im InDesign auf, wenn man das im InDesign aufmacht und die Bilder sind da, dann wird das genauso aussehen, bis auf die Sachen, die der Renderer nicht kann. Es gibt natürlich ein paar kleine Sachen, wie zum Beispiel reguläre Ausdrücke für Überschriften, die man da formatieren kann. Sowas kann der Renderer nicht, aber alles andere wird gehen. Ja, das war schon der kurze Ausflug in den Renderer. Kommen wir jetzt wirklich zu dem 4.2 InDesign. Es ist hauptsächlich, was jetzt hier kommt, ist eigentlich relativ banal. Das Neue an dem 4.2 ist ein kompletter Facelift. Wir haben alle Icons neu gemacht, wir haben die Paletten überarbeitet. Man sieht das zum Beispiel hier unten, da oben die Paletten-Icons. Das ist alles neu, das war ganz schön viel Arbeit. Das sind über 7000 Icons, die wir dafür neu malen mussten. Sie werden das dann sehen, die Paletten haben alle, wir fanden, dass das ein bisschen besser lesbar ist, so alternierende Zeilen. Gleichzeitig ist, wenn Sie die Palette in der Größe ändern, ich fand das immer etwas ärgerlich, dass man dann abgeschnittene Zeilen hatte. Die springen jetzt in Zeilenhöhen hoch und runter. Ist ganz schön. Natürlich haben wir die Gelegenheit genutzt und haben die Paletten alle gleich gemacht, dass die Zeilenhöhen überall gleich sind und die Buttonabstände und die Texte da unten. Das war alles so ein bisschen, sieht jetzt schöner aus, finde ich jedenfalls. Also ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich finde diese neuen Icons doch ein bisschen hübscher. In einigen Paletten haben wir unten die Zeile ein bisschen erweitert. Ich habe da immer Mühe gehabt, wenn ich zum Beispiel in der Aufgabenpalette, da sind noch 25 Dinge falsch oder ich soll 12 Produkte auswählen. Man sieht jetzt hier, wie viele in der Palette gezeigt werden und wie viel man gerade ausgewählt hat. Ich finde das ganz hilfreich, aber zu den Icons, die Plugins enthalten wesentlich mehr Icons und
was man machen kann in den drei Paletten, die man dort sieht, Produktrecherche, Publikation und Frontrow. Man kann die Icons auch aus anderen Plugins verwenden. Da gibt es eine Beschreibung in der Doku, wie das geht. Man muss eigentlich nur die Zahlen ein bisschen ändern, aber dann kann man in der Frontrow-Palette auch Icons aus der Produktrecherche nehmen. Eigentlich will man das manchmal haben, ne? Dass man das Produkt auch in der Frontrow-Palette sieht. Und ich habe die Icons mit einiger Mühe auch in, jedenfalls viele davon, noch in Blau und Rot gemacht, falls einem das die Unterscheidung in den Paletten verbessert. Es gibt auch, ich finde, so ein paar ganz hübsche Icons wie sowas hier. Kann man vielleicht mal was mit anfangen. Anders ist auch die Markierung für Farben, für Platzhalter. In der Template-Palette gibt es das in Seitenelementen und Template-Verhalten. Diese auffällige Markierung, das war immer so ein bisschen lästig, weil die Schriftfarbe möglicherweise keinen Kontrast mehr hatte zu der Farbe, die man hier verwendet hat. Das ist jetzt immer so ein kleiner Strich, der da daneben ist. Und er ist auch nicht mehr, wie das früher war, hatte ich das immer so ein bisschen aufgehellt. Also es ist jetzt wirklich die Farbe, die verwendet wird. Ein neues Element, was häufiger verwendet ist, ist so eine kleine, ich weiß nicht, wie ich es nennen soll, Liste mit Buttons, über die man steuern kann, was man unten in der Palette sehen kann. Früher war da hinten irgendwo so dort und so drei Buttons, die ich nie verwendet habe und irgendwann mal gedacht habe, was ist das? Man kann jetzt hier auswählen, was man in der Palette sieht. Wenn man draufklickt, wird sich die Auswahl hier ändern. Ansonsten ist die Palette ein bisschen hübscher. Man sieht jetzt hier den Typ. Das korrespondiert natürlich mit dem da oben. Templates, Tabellen, Snippets. Hier kann man jetzt relativ leicht erkennen, ob das linksseitige, rechtsseitige oder beliebig seitige Templates sind. Und auch hier, wie man sieht, so etwas hübschere Icons. Ansonsten, das gilt auch für andere Paletten, die Hilfetexte, die lohnen sich manchmal. Wir haben da ziemlich viel Mühe reingesteckt, das zu beschreiben, was man macht. Mir persönlich hilft das auch. Ich vergesse das nämlich nach einer Weile, was da eigentlich ist, und dann muss ich auch gucken. Das hier war auch irgendwie etwas unzeitgemäß. Das sieht jetzt ein bisschen hübscher aus, ist auch im Template-Verhalten so. Also dieses, ich weiß nicht, erinnert so ein bisschen an die OK-Buttons von macOS. Eine etwas größere Änderung war, dass man die Skriptnamen, Regelnamen gingen, glaube ich, schon vorher zu übersetzen, aber man kann inzwischen auch die Parameternamen, die da angezeigt werden, abhängig von der InDesign-Sprache übersetzen, muss man natürlich konfigurieren. Die Aufgabenpalette hat tatsächlich einige Neuerungen. Erstens mal haben die Einträge alle hier hinten im Kontextmenü. Wenn man mit der rechten Maus draufklickt, kann man diese normalen, die wir schon immer hatten, diese Platzhalter aktualisieren. Wenn man da mit der Maus rechts drauf geht, dann kann man die einzelnen aktualisieren, ohne dass man da mit dem Auge rumhantieren muss. Ich finde es eine Erleichterung fürs Arbeiten. Das zweite große ist, man sieht hier auch wieder dieses Element mit den, hier sind es vier verschiedene Sachen, die man auswählen kann. Die Aufgabenpalette enthält inzwischen auch Notizen, also die Komet-Notizen. Wenn da in dem Dokument irgendwo Notizen sind, die als To-Do markiert sind, erledigte Aufgaben kommen da nicht, aber die To-Dos kommen hier. Moment, ich habe ja eins, das da. Da steht hier der Anfang der letzten Notiz, die da steht. Man kann da ja so einen Gesprächsverlauf, das letzte Gespräch, hier ist als Beispiel ein japanischer Text, ich kann ihn nicht lesen, aber auch hier gibt es natürlich ein Kontextmenü. Da kann man sagen, okay, habe ich gemacht. Das ist, ich kann eine Rückfrage stellen, dann geht ein Fenster auf, ich schreibe meine Antwort rein, die wird in die Notiz eingefügt und die Notiz wird
aktualisiert. Ich kann die auch auf eine Ebene verschieben. Das kann man konfigurieren, was das für eine Ebene sein soll. Oder ich kann sie als erledigt und ausblenden, weg damit. Das ist natürlich eine Aufgabe. Deswegen ist das hier in Rot geschrieben, die nicht automatisch erledigt werden kann. Wir wissen ja nicht, was man machen muss. Deswegen sind die Aufgaben, die nicht automatisch zu lösen gehen, da hinten rot markiert, dann sieht man das gleich, die muss man mit der Hand machen. Als nächstes, das war mir und vielen anderen, glaube ich, ein relativ großer Wunsch, dass man die Webbilder in der Palette sieht. Ich habe hier eins drin, das hier unten. Da wird geprüft, ob die noch aktuell sind gegenüber dem Server. Das ist offenbar nicht aktuell, sonst wäre es ja nicht drin. Auch das kann rot sein, nämlich wenn der Status ist, ich finde das Bild gar nicht mehr. Dann kann ich auch nicht aktualisieren, da muss man irgendwas unternehmen. Aber das Bild, da hat einfach nur die Prüfung ergeben. Das wurde auf dem Server geändert, du musst irgendwas machen. Und dann kann man hier hinten draufklicken und dann wird das Bild aktualisiert. Und ganz neu sieht man jetzt hier so nicht, aber in der Palette sieht man immerhin, habe ich hier einen Eintrag reingemacht mit dem Plus für Übersatz. Auch hier gibt es in dem Kontextmenü dann den Eintrag Übersatz entfernen. Da drückt man drauf und dann wird ein Fit-Frame gemacht. Auch diese Aufgabe wird, wir haben da eine Weile überlegt, aber die wird nicht automatisch gemacht, weil die das Dokument doch irgendwie unerwartet verändern kann. Also das muss man manuell ausführen. Nägel und Magneten, die sehen jetzt ganz anders aus. Mir haben die Bilder nicht mehr gepasst. Die Nägel sind Stecknadeln geworden und für die Magneten habe ich die Magnetwellen genommen. Wir hatten immer mal so die Diskussion, wie rum geht denn der Magnet? Schiebt der oder zieht der? In welche Richtung geht das? Ich hoffe, dass das jetzt ein bisschen klarer ist, dass das deutlich ist. Also der Rahmen 2 wird verschoben durch den Rahmen 1 und es gibt ja auch so Magneten, die nicht auf den Rahmen gehen. Ich habe jetzt hier kein Bild dazu, aber die auf das Bild da drinnen gehen. Wenn man eine Bildposition festhalten will, dann sind die halb schwarz und halb rot oder blau. In der Palette sieht man hier, auch das ist, glaube ich, jetzt ein bisschen deutlicher geworden. So ungefähr, wo der Rahmen auf der Seite liegt, damit man ihn findet. Die Seitenelemente, da ist genau dasselbe Element drauf, sieht genauso aus. Dann ist hier eine Spalte, da kann man nochmal so auf einen Blick sehen. Ich habe da einen Nagel und einen Nagel, die sind rot und ich habe einen Nagel, der ist blau und einen Nagel, der ist blau und die Magneten kriegen solche Dreiecke da dran und die Beschriftung ist ein bisschen besser, steht der Inhalt da und nicht mehr, als ist ein Textrahmen oder ein Grafikrahmen. Publikation sieht insgesamt ein bisschen anders aus. Wesentlich ist, ich hoffe, man kann sich da schnell dran gewöhnen. Die Icons vom Ausbuchen oder Einbuchen Status kann ich ausbuchen. Das Bildchen hier ist Ablage, das hat man mal ausgebucht und ist noch da, aber es ist gerade geschlossen. Auch in der Palette hier sieht man, wie viel man gerade in der Palette sieht. Drag and Drop von Produkten ist jetzt auch etwas anders im 4.2. Die bisherige Funktionalität geht weiter, dass man so Produkte einfügen kann und danach aufräumt und dass man, dass man ein Produkt in so einen Platzhalter reinfallen lassen kann und dann wird der neu geladen, das geht weiter. Aber ich werde dann gleich das nochmal als Film zeigen, dann wird das ein bisschen deutlicher. Man kann, während man Produkte zieht, einfach die H-Taste drücken, dann verändert sich der Cursor in ein großes Bild, sieht man dann gleich. Und in dem Bild steht drin, was habe ich denn für Tasten, mit denen ich das Drag and Drop beeinflussen kann. Ich kann mir das nicht merken, vor allem, wenn ich das 2 Wochen nicht gemacht habe, dann weiß ich das nicht mehr. Ganz neu ist, dass man in Tabellen reinziehen kann. Ich werde das auch gleich im Film zeigen. Man kann entweder sagen, ich ziehe da 3 Produkte rein, dann aktualisiere 3 Spalten ab der Zeile, wo ich bin. Oder wenn die Zeilen nicht reichen, dass neue eingefügt werden.
Leider ist da ein kleiner oder größerer InDesign-Fehler. Wir sind dann noch in Diskussion mit Adobe, wie wir das lösen können, wenn man, wie hier, dieses CCV ist ein Bild, wenn das unterwegs Bilder anlegen muss, das weiß ich aber vorher nicht, dann ist beim ersten Drag and Drop in eine Tabelle, nicht ins Dokument, sondern in diese eine Tabelle, wenn da ein neuer Rahmen angelegt werden muss, dann stürzt InDesign ab. Beim zweiten Mal geht es, merkwürdigerweise. Deswegen. Und es ist extrem schwer, das mit Adobe zu klären. Aber wir sind da dran. Vielleicht haben wir bis zum Release-Termin eine Lösung. Und jetzt kommt mal der Film. Ich fange jetzt hier an, Produkte auszuwählen. Ich nehme da mal, ne, ich konnte mich nicht entscheiden, 4. Und lass die da reinfallen. Jetzt kommt die H-Taste. Dann sieht man das große Bild, was man machen kann. Ich will neue Zeilen anlegen. Das war der erste Versuch. Dann kommt eine Fehlermeldung. Wenn man die einmal weggeklickt hat, dann weiß man Bescheid. Dann kann man das auch ausschalten. Jetzt versuche ich das nochmal. Hier. Jetzt sind entsprechend neue Zeilen entstanden. Jetzt gefällt mir das nicht, weil ich ja hier unten angefangen habe mit dem Third Man Records. Fange ich mal oben an, nehme die und werfe die drauf und sage nicht einfügen, sondern aktualisieren, dann wird die Zeile runter neu aktualisiert. Das gibt es schon in 4.1, 4.1.8 oder? Wir finden es alle extrem hilfreich, dass man Skripte nicht in seinem Datenbestand haben muss, um die mal zu testen, sondern dass man die dateibasiert irgendwo hinlegen kann. Es gibt ein paar definierte Stellen, wo die liegen müssen, und dann kann man einfach die Datei ändern und neu ausführen. Das kann man in einem externen Editor machen, weil dieser Editor von InDesign ist ja jetzt nicht so der Brüller. Und dann kann man es in FrontRow ausführen. Auch hier habe ich einen Film. Das ist nur zur Demonstration, es handelt sich tatsächlich um eine Datei, die ich hier habe. Man kann hier oben ein bisschen konfigurieren, wie das aussehen soll in der FrontRow-Palette und in welcher Position das in der FrontRow-Palette kommen soll und was das für ein Icon kriegt. Ich habe hier mal diesen roten Mann genommen. Hier steht jetzt drin, der soll den Text ersetzen durch A, B, C, D, E, F, G, irgend sowas. Ich drücke da drauf, dann entsteht der neue Text. Jetzt gehe ich in den Texteditor. BB-Edit ist das in dem Fall, schreibe einen neuen Text rein, in dem Fall vielen Dank. Ich sichere einfach das Skript und die neue Version wird ausgeführt. Ist extrem hilfreich, wenn man Skripte probiert, debuggen will, in der Arbeit ist. Ja, damit sind wir schon am Ende. Ich für meinen Teil bedanke mich und übergebe an... Mein Beitrag ist nicht so visuell ausgerichtet, insofern denke ich, kann man damit leben. Ich berichte so ein bisschen was aus dem grauen Hinterstübchen der Plugin-Entwicklung. Unter dem Arbeitstitel Embedded Renderer. Ich habe vorhin in der Roadmap gesehen, da taucht das auch auf als PDF-Renderer als Java-Service. Um das ein bisschen greifbar zu machen, worum es geht, fange ich mit einer Zeitleiste an. Wirklich ein ganz grober Überflug über die Plugin-Entwicklung und Integration von Anfang bis jetzt. 2000, Adobe bringt InDesign 1.0 raus. Über die Jahre hat sich das dann im Markt etabliert. 2005, InDesign CS2 ist für uns, also 2005 so der erste Meilenstein, weil da kommen zeitgleich die ersten Comet-Plugins für InDesign raus. 2007 bringt Adobe den InDesign Server CS3 raus. Es gab schon etwas vorher den CS2 Server. Wir haben auch gleich Plugins für InDesign Server bereitgestellt. Ich denke, CS3 Server, das war die erste Version, mit der dann auch ernsthaft gearbeitet wurde. Also CS2, da steckt das noch sehr in den Kinderschuhen. Aber so in etwa in dem Zeitraum sind wir dann auch mit eingestiegen. Die Comet-Plugins für InDesign-Server waren auch die Voraussetzung dafür, für unser erstes Online-Tool, um InDesign-Dokumente zu bearbeiten, das Whiteboard. Die erste Lösung, also diese Server-Komponente für das Whiteboard, muss ja irgendwie mit InDesign-Server kommunizieren. Das ging über Corba, das war so die Technologie, die Adobe vorgesehen hatte.
und über die Scripting-Schnittstelle und hatten die halt auch dementsprechend implementiert. 2009 stellt Werk 2 Print die Print-Suite vor, mit sehr erweiterten Funktionalitäten, unter anderem dem Publication Planner, mit dem halt auch komplexere Abläufe in der Produktion von Publikationen modelliert werden können und damit halt die Anforderungen, dieses System auch irgendwie zu skalieren. Also das heißt nicht zwingend, dass irgendwie alles auf einem Rechner läuft, sondern dass ich halt einen InDesign-Server auf verschiedene Rechner verteilen kann, um so diese Hauptverarbeitungslast irgendwie so ein bisschen zu verteilen. Das geht mit Corba nicht, zumindest nicht mit der von Adobe verwendeten Implementierung. Das geht nur über einen lokalen Zugriffspunkt. Deshalb haben wir unsere Schnittstelle halt nochmal über einen Soap-Service bereitgestellt, sodass halt auch verteilt über mehrere Rechner kommuniziert werden kann. 2014 habe ich als nächstes Datum. Was war denn da? Da haben wir erstmals den Comet-PDF-Renderer vorgestellt. Also ich muss eigentlich sagen, Paul hat ihn vorgestellt. Das ist das erste Mal ein reines Kommandozeilenprogramm, was über ein Terminal oder Konsole halt aufgerufen werden kann, mit Parametern versehen und dann halt startet und irgendwas verarbeitet und dann sich auch wieder beendet. 2014 sollte vielleicht nicht unerwähnt bleiben, haben wir unsere Whiteboard-Server-Technologie auf eine neue technische Basis gestellt, die es unseren Partnern erlaubt, den Server auch mit eigenen Java-Implementierungen zu erweitern. Den sogenannten Publishing-Server, und dafür kann ich Java-Plugins schreiben, Pub-Server-Plugins. Und da haben wir uns zumindest so für die serverseitige Entwicklung mehr so auf das Java-Umfeld konzentriert. 2016, hat ganz schön lange gedauert, haben wir dann erstmals den Comet-PDF-Renderer auch in die Print-Suite integriert, sodass ich auch online mit dem PDF-Renderer planen kann oder auch Dokumente editieren. Das war damals oder ist es bis heute auch noch auf der Basis von dem Kommandozeilenprogramm, was dann über eine Java-Fassade, die uns mehr oder weniger vorgaukelt, dass hinter dem PDF-Renderer in Wahrheit ein InDesign-Server steckt. Also der halt im Prinzip bewirkt, dass der PDF-Renderer für uns aussieht wie ein InDesign-Server aus Sicht der Print-Suite. Darüber ist es angebunden. Je nachdem auch noch zusätzlich mit Soap, falls der PDF-Renderer auf einer anderen Maschine läuft. 2022 ist ein bisschen in der Zukunft, eigentlich jetzt. Und das ist das, was ich vorstellen will, gibt es den PDF-Renderer nativ in Java eingebunden. So, das zur Einordnung. Was ist es? Ich mache jetzt einfach mal so ein bisschen den Vergleich. Comet-PDF ist der PDF-Renderer, wie wir ihn kennen, als Kommandozeilenprogramm. Rechts unter dem Arbeitstitel Embedded PDF-Renderer, der in Java nativ eingebundene. Comet-PDF wird von der Kommandozeile aus gestartet. Der eingebundene startet mit der Java Virtual Machine, in die er halt eingebunden ist. Beim Comet-PDF gibt es halt so die klassische C-Main-Funktion, die dann aufgerufen wird und parametrisiert werden kann. Hier ist es, sind das JNI-Funktionen und die entsprechenden Java-Methoden, die mit Native deklariert sind, über die halt irgendwelche Funktionalitäten vom PDF-Renderer aufgerufen werden können. Comet-PDF führt einen einzelnen Job aus und beendet sich dann. Der Embedded-Renderer läuft halt, solange die Java-virtuelle Maschine läuft. Beim klassischen Konsolenprogramm müssen wir das Ergebnis des Renderns und irgendwelche Fehler über den Standard-Out, Standard-Error oder den Exit-Code des Programms abfragen. Hier haben wir die Möglichkeit, das einfach ganz normal, wie man es in Java kennt, als Exceptions abzufangen. Wir können beliebig viele Instanzen von dem Comet-Terminal-Programm starten, so viele Rechner halt hergeben, die parallel laufen können. Wir haben bei dem Embedded-Renderer aus technischen Gründen ein hartes Limit, was wir derzeit auf 4 festgelegt haben, aber das muss halt einfach sozusagen
im Vorfeld entsprechend festgelegt werden. Das sind Limitationen dieser JNI-Schnittstelle, beziehungsweise hängt daran, wie die Java Virtual Machine Bibliotheken reinlädt. Das sind derzeit einfach pro virtueller Maschine 4 Instanzen. Aber ich kann beliebig viele virtuelle Maschinen starten. Muss man vielleicht dazu sagen. Na, der Hauptunterschied ist dann eigentlich, der Comet-PDF ist sozusagen statuslos, weil der rennt einmal durch und dann ist er halt fertig. Für jede neue Anfrage muss er halt komplett neu initialisiert werden. Und damit, dass wir den in die Java Virtual Machine einbinden, können wir daraus halt sozusagen eine Stateful-Anwendung machen. Wie wirkt sich das aus? Ich habe verschiedene Zeitmessungen durchgeführt. So der Anwendungsfall ist Generieren von Previews in Planning and Briefing. Das sieht ja erstmal einfach aus. Also ich habe auch ein bewusst einfaches Template genommen, ein Bild, ein Text. Da ist jetzt nicht so sehr viel Datenverarbeitung mit drin. Ist aber in Wahrheit ein relativ komplexer Vorgang, was da alles passieren muss. Also der Renderer muss initialisiert werden, die Parameter evaluiert, dann muss ich mich einloggen, dann muss ich die Konfigurationsdaten laden, dann muss ich das Dokument öffnen, dann muss ich irgendwie die Daten für das Template anfordern, das Template öffnen und so weiter. Schließlich ein PDF generieren, ein Preview und dann wieder alles aufräumen. Das ist so beim klassischen Renderer. Das fällt optimalerweise alles weg, wenn die Anwendung halt schon initialisiert ist, schon verbunden ist und so weiter. Und wenn ich irgendwie das kleinzeitig noch ein bisschen optimiere, dann kann ich auch irgendwie das Dokument offen halten und beschränke mich dann wirklich halt so auf die Aufgaben, naja, ich muss die Parameter, die reinkommen, irgendwie evaluieren, Template einfügen, Platzhalter laden, rendern, JPEG fertig. Sieht erstmal so aus, als sei es wesentlich weniger. Müssen wir mal gucken, ob sich das dann halt auch in den Zeiten widerspiegelt. Ich habe für diesen Anwendungsfall Vorschaubilder im Planning und Briefing habe ich in verschiedenen Messungen durchgeführt. Ich mache es jetzt mal kurz. Links ist immer der klassische PDF-Renderer, rechts der eingebettete. Man sieht, also es ist schon besser. Man muss jetzt vielleicht nicht unbedingt die absoluten Zahlen, ich finde, das ist immer noch ziemlich viel, 3,2 Sekunden für so ein Bild, aber das Ganze hat stattgefunden auf irgendeinem Laptop, auf dem gleichzeitig, man kennt das ja, alles mögliche andere lief, also nicht wirklich ein Hochleistungsserver. Wir kommen nochmal zurück auf, was es ist. Es ist einfach wirklich eine reine Bibliothek zum Rendern. Die besteht aus einem Java-SDK und Programming Interface und die nativen PDF-Bibliotheken. Die Codebasis ist zu 99% genau die gleiche wie für den PDF-Renderer. Wir haben 100% die gleiche Funktionalität. Sage ich jetzt mal so, es stimmt noch nicht ganz, weil wir noch nicht alles, was dem PDF-Renderer über Kommandozeilenparameter mitgegeben werden kann, da gibt es noch nicht überall die passenden Java-Methodenaufrufe, aber grundsätzlich ist es möglich. Das machen wir jetzt halt auch so ein bisschen nach Anforderung. Es gibt keine Abhängigkeiten, also weder zu irgendeinem anderen Java-SDK, dem Publishing-Server-SDK und dem Comet-Server-SDK. Keine Abhängigkeiten zu irgendeinem Dokument- oder Publikationsmanagementsystem oder zu irgendeinem Entitätenmodell oder Datenmodell. Das ist wirklich einfach rein eine Programmierschnittstelle für den PDF-Renderer. Was ist es nicht? Es ist keine Serverlösung. Das ergibt sich eigentlich auch schon aus dem obigen. Als das erste, was so ein bisschen seltsam klingt, aber es kann halt einfach in jeder Java-Applikation, Mindestanforderungen Java 1.8, integriert werden, also auch in Serverlösungen. Für sich gesehen ist es noch keine Serverlösung, aber es ist halt dafür gedacht, dass es in irgendwelche Serverlösungen integriert wird.
Na gut, ich habe jetzt die ganze Zeit von dem Java Programming Interface gesehen, geredet, dann wollen wir das auch mal so ein bisschen hier sehen, wie das dann aussieht. Ein paar Zeilen Code, die ein PDF rendern, also eine W2ML-Datei rendern, daraus ein PDF generieren. Als Vorbereitung muss ich halt diese PDF-Renderer LibJar, das ist der Java-Part, muss ich zu meinem Class-Part hinzufügen. Ich muss diese nativen Bibliotheken installiert haben und halt in meiner Klasse die entsprechenden Import-Direktiven geschrieben haben. Und dann sind es im Grunde genommen halt irgendwie so eine Handvoll Zeilen. Und schon hat man den Renderer in irgendeine Java-Anwendung integriert. Status und Ausblick. Wir verwenden das derzeit intern für die NeoWISE-Entwicklung und für die Integration von dem Camunda-Workflow. Es gibt auch schon eine InDesign-Server-Integration, die auf derselben Java-API basiert. Also so, dass ich, wir haben jetzt halt diesmal mit dem PDF-Renderer angefangen und ziehen sozusagen den InDesign-Server nach, aber dass ich für den InDesign-Server da nicht nochmal extra neu was entwickeln muss, wenn ich irgendwann mal umschalte. Wie genau das vertrieben wird und ab wann genau das ist, muss noch bekannt gegeben werden. Ich denke, dass es mit der Version 4.2 im ersten Quartal 2022 dann zur Verfügung steht. Und weitere Dokumentationen und Hintergründe sind auch schon verfügbar auf unserer Knowledge Base unter dieser Adresse, beziehungsweise einfach nach Embedded Renderer suchen. Das war's. Könnte sein, dass ich ein bisschen überziehe. Ich bitte das zu entschuldigen. Wir haben viele Themen unterzubringen in so kurzer Zeit. Ganz kurz vorweg, wer schon mal einen Vortrag von mir gesehen hat, weiß, dass ich eigentlich nicht so der Folienmeister bin und immer gerne live was zeige. Das werde ich heute nicht machen. Hat zwei Gründe. Zum einen ist das, was ich erzählen möchte und zeigen möchte, noch wirklich in der Alpha- und Entwicklungsphase. Und zum anderen macht das niemandem Spaß, wenn ich hier live Skripte schreibe, denn mein Thema ist Scriptinger, wie das in Zukunft aussieht in den Comet-Plugins und dem PDF-Renderer. Also, wir haben ein bisschen was vor in den Plugins. Und zwar sind wir uns immer wieder mit Anforderungen und Kritik am Scripting, werden wir immer wieder konfrontiert. Ist immer wieder ein bisschen ein leidiges Thema. C-Script an sich ist eine Sprache, die unglaublich mächtig ist, unglaublich viel kann. Wenige Leute können C. C-Script ist an C angelehnt. Das ist technisch recht aufwendig, da einige Sachen zu machen. Man kann schnell was kaputt machen, wenn man was falsch macht auf Anwenderseite. Ich habe mal gehört, C-Script ist ein wunderbarer Weg, InDesign zu beenden. Es hat sich halt immer mehr rauskristallisiert, dass wir da vielleicht ein bisschen was machen müssen. Und wenn wir uns mal anschauen, was die aktuellen Probleme sind, haben sich immer wieder rauskristallisiert. Ne? Die Fehleranfälligkeit auf Anwenderseite besonders, wie ich gerade schon gesagt habe. Es ist proprietär, ist wenig erweiterbar, es macht genau das, was es soll. Eigentlich war es ursprünglich gar nicht für diesen Zweck gedacht, das alles zu tun, was es jetzt kann. Und dadurch kann es unglaublich viel, ist die native Sprache in Comet PDF, auch mittlerweile in den Illustrator-Plugins verfügbar. Und dadurch lässt sich ja quasi das gesamte Comet-Umfeld auf irgendeine Art und Weise steuern. Was wäre die Alternative dazu? JavaScript. Oder wie es eigentlich korrekterweise heißen müsste, ECMAScript. Denn JavaScript ist ECMAScript mit Web-Erweiterung, was wir ja in InDesign nicht haben und in Illustrator auch nicht. Ich nenne es trotzdem JavaScript. In InDesign können wir das machen. Es ist deutlich langsamer. Wir haben da mal wirklich einen Test gemacht. Der Paul hat mal einen Test gemacht, um ein größeres Dokument mit Hunderten von Rahmen zu bearbeiten. Und es war wirklich vernichtend, wie viel schneller C-Script ist als JavaScript. In Illustrator haben wir das Problem, wir können es gar nicht über die API aufrufen, über die C++-API, über die unsere Plugins implementiert sind. Das ist eine ganz klare Limitierung.
und in Comet-PDF ist es sowieso nicht verfügbar, ist dementsprechend nicht als Alternative geeignet. Also haben wir weiter geforscht und eigentlich sollte jetzt die große Bombe platzen. Ich habe gehört, meine Kollegen, der Herr Huber und der Herr Feld, haben schon so ein bisschen gespoilert. Das ist eigentlich der Moment, dieses Logo, wer es nicht kennt. Diejenigen, die es kennen, werden sich vielleicht freuen. Das ist Python. Python ist eine objektorientierte Open-Source-Skriptsprache, die sehr, sehr weit verbreitet ist, sehr, sehr populär ist in quasi jedem Umfeld, was ich irgendwie kenne, wo geskriptet und programmiert wird, kommt es irgendwie zum Einsatz. Ist dementsprechend, findet man schnell jemanden, der es kann. Es ist relativ leicht zu lernen. Eine dieser Werbesprüche von Python ist immer Batteries included, sprich es ist eine sehr starke Standardbibliothek dabei. Das war so ein bisschen der Antrieb, dass wir mal versucht haben, okay, wir gucken mal, ob wir das in irgendeiner Art und Weise eingebaut kriegen. Der Python-Interpreter ist Open Source, dementsprechend frei verfügbar und lässt sich in C-Programme implementieren. Ein bisschen technischer Hintergrund, ein C++-Programm kann auch C-Bibliotheken einbinden. Und das ist der Grund, warum wir da jetzt gerade dran arbeiten, dass in alle unsere Comet-Produkte, sprich Comet-PDF, InDesign und Illustrator einzubinden. Und zwar als komplette Alternative zu C-Script. Parallel dazu, nicht als Ersatz, muss man sagen, denn da wird noch eine ganze Menge Arbeit passieren müssen, dass diese Integration gleichwertig ist mit dem, was C-Script kann. Das muss man ganz klar sagen. Also wir haben über 2000 C-Script-Funktionen. Die werden wir nicht alle eins zu eins nachbilden müssen oder können. Aber allein diese Liste, wo man überall C-Script verwenden kann, das ist eine sehr, sehr unvollständige Liste. Ich habe mal gezählt, allein in den InDesign-Plugins haben wir über 160 Stellen, an denen wir Skripte auf irgendeine Art und Weise implementieren können. Jede dieser Stellen muss angefasst werden, um auch Python da ausführen zu können. Also, wie kann das Ganze aussehen? Wie ist der Plan? Klar, ich habe schon gesagt, die native Python-API ist unglaublich mächtig, bietet unglaublich viel Funktionalität, die auch C-Script kann, sei es Stringbehandlung, sei es Listenbehandlung, sei es Reflection. Darauf bauen wir auf. Wir versuchen, möglichst viel von dieser nativen API wiederzuverwenden. Wir brauchen keine eigenen String-Klassen etc. Wir werden uns auf native Datentypen stützen, wo das möglich ist. Und bauen darauf auf unser Comet-Modul. Viele Funktionen werden gleich heißen, das kennt man schon. Hier dieses Vlog, Show Message, hier diese Module, Document, Frame. Das heißt in C-Script genauso und macht auch größtenteils das Gleiche. Aber Python ist eine objektorientierte Programmiersprache, C-Script eine prozedurale Programmiersprache. Da müssen wir ein bisschen was umändern. Und wie das aussehen könnte, ich habe hier mal so einen Screenshot zusammengestückelt aus der aktuellen Doku. Wir haben das Comet-Modul als Haupt-Entry-Point. Das hat diverse andere Module hier. Die kennt man vielleicht aus C-Script, da heißen die genauso. Und jetzt können wir weitergehen und das Ganze in Richtung Objektorientierung spinnen. Das Document-Modul kann zum Beispiel das aktuelle Frontdokument holen. Das ist vom Typ C-Document, eine Klasseninstanz, die dann wiederum selbst diese Funktionalität hat. Das funktioniert übrigens alles schon. Wie sieht das konkret aus? Hello World, das klassische Beispiel. Das ist so das Minimalskript, was es so gibt. Dieses kleine Skript macht nichts anderes, als eine Messagebox auszugeben. Im PDF-Render spuckt es die gleiche Nachricht auf die Konsole aus. Und die Anatomie von so einem Skript ist eigentlich relativ einfach. Wir haben so eine initiale Direktive, die ist nötig, um uns mitzuteilen, ist das jetzt ein Python-Skript oder ein C-Skript. Wer schon mal versucht hat, anhand von einem Skripttext zu unterscheiden, was das für eine Sprache ist, ist quasi nicht möglich. Deswegen muss man immer so ein Raute-Ausrufezeichen Py hinschreiben. Dann haben wir Import Comet, nicht zwingend notwendig, bringt aber sämtliche Comet-Funktionalität. Wir haben den Entry Point, die Main-Funktion braucht man auch in C-Skript immer. Und das Return, was dem Kometen mitteilt, ist das jetzt gut gegangen oder nicht? Oder zum Beispiel in Gestaltungsbedingungen,
ist die Bedingung erfüllt oder nicht. Wie kann das in der Praxis noch weiter aussehen? Ein bisschen breiteres Beispiel. Man kann es nicht so gut lesen, aber das ist eigentlich auch ein ganz schönes Beispiel. Diese beiden Skripte, das ist einmal ein C-Skript und ein Python-Skript, die machen das Gleiche. Es ist im Prinzip ein Skript, was nichts anderes tut, als alle Rahmen zu holen und die Bounding-Boxen ins Logfile zu spucken. Ja, jetzt könnte man hier diesen ganzen Block könnte man noch auf eine Zeile schreiben, dann hätte man 5 Zeilen gespart. Aber es sind 32 gegenüber 13 Zeilen. Komplexität reduzieren, Code ein bisschen lesbarer machen, ist eines der großen Ziele, die wir wirklich anstreben wollen. Anderes Beispiel dafür, was auch ganz schön ist, die C-Skript-Funktionen haben mitunter viele Parameter, entweder weil sie kompliziert sind oder historisch gewachsen sind. Dieses Document Open zum Beispiel macht ein Dokument auf, hat aber diverse Parameter, die alle default sind. Wenn ich jetzt den letzten ändern möchte, muss ich die davor alle hinschreiben. In Python können wir uns das sparen, da ist jeder Name-Parameter auf diese Art und Weise kann man den übergeben. Der Pfad bleibt gleich zum Dokument und dieser letzte Parameter wird geändert. Diesen ganzen Block können wir uns sparen. Noch ein Beispiel, wieder ein Skript, was das Gleiche macht. Damit ein bisschen Info über wiederholende Elemente. Wer das nicht kennt, das sind so Multi-Templates, wo man dann mehrere Templates innerhalb eines Rahmens platzieren kann. Und hier sieht man stellenweise schon so ein bisschen die Trickserei dahinter, oder das heißt Trickserei, diese Ausnutzung der nativen Python-API. Zum Beispiel hier dieses Print ist gleichbedeutend mit WLOG. Sprich, ein Print leitet automatisch ins Logfile um, wenn es aktiviert ist. Wir können hier native String-Formatierung benutzen. Wir haben hier die aufgebauten Elemente sind vom Typ C-Element, das ist eine Python-Klasse, die direkt sich fragen lässt, mit welchem Template wurdest du aufgebaut, etc. etc. Dieses ganze Variablen allokieren, was man hier kaum noch lesen kann, weil es so klein ist, können wir uns größtenteils sparen. Ja, auch wieder Komplexität reduzieren. Nächstes Ziel, die andere große Baustelle sind diese typischen C-Skript-Fallen. Wie ich vorhin schon sagte, wie man InDesign besonders schnell auskriegt, durch falsche Datentypen für Parameter, durch doppeltes Speicherlöschen oder einfach durch Speicher sich kaputt hauen, weil man in ungültigen Speicherbereich schreibt. Das dürfte an sich nicht mehr passieren, außer ich mache was falsch. Denn jede einzelne Funktion überprüft alle Parameter auf ihre Typen und auf ihre Wertebereiche. Sprich, man kann nichts Falsches mehr übergeben, außer ich habe das falsch programmiert. Diese ganze eigene Speicherverwaltung, Löschen von Variablen, Allokieren von Variablen, kann man sich sparen. Das ist so in Python Referenz gezählt, wenn das jemandem sagt. Sprich, der merkt sich, kennt die Variable noch jemand? Wenn nicht, wird sie gelöscht. Dementsprechend wird sichergestellt, dass man nicht vergisst, was zu löschen oder was doppelt löscht. Und natürlich hier so Listenverwaltung und sowas, so Klassen wie Stringlist und so, das ist in Python enthalten. Da gibt es native, heterogene Listen, mit denen man sowas machen kann. Das müssen wir dann auf C-Skript-Seite nicht analog in Python implementieren, das können wir weiterverwenden. Weiter zur Fehlerbehandlung noch schnell, ich bin auch gleich schon durch. Jede Funktion wirft Exceptions, wie ich gerade schon sagte. Parameter werden geprüft auf Typ und Wertebereich, wo das Sinn macht. Zum Beispiel haben wir so eine Funktion, die heißt, aus dem Illustrator-Funktionsumfeld kann man einen Startzeitpunkt für den Batch-Prozess festlegen, eine Uhrzeit. Wenn ich da jetzt 36 Uhr eingebe, wird das Ding mit Sicherheit eine Exception feuern, denn 36 Uhr macht keinen Sinn. Für alles Weitere werfen wir Commit-Errors. Es kann ja sein, dass ein Fehler intern passiert, der gar nichts mit dem Interpreter zu tun hat. Sprich, ein Platzhalterladen ist fehlgeschlagen, weil meine Internetverbindung abgerissen ist. In dem Falle werfen wir Commit-Error und dann hat man sichergestellt, dass man einen Mechanismus hat, mit dem man jegliche Fehler abfangen kann. Das ist ein bisschen analog zu dem, was vorher der Error-Code war bei Skriptfunktionen. Viele haben den Error-Code zurückgegeben, aber nicht jede. Und jetzt ist es so bei Python, dass jede Funktion, die auf irgendeine Art und Weise fehlschlagen kann, eine Exception feuert, die man dann abfangen kann. Und
Was dann passiert, wenn man sie nicht abfängt, sieht man hier. Zwei ganz simple Beispiele eines Fehlers. Hier habe ich ein Anführungszeichen vergessen. Ich versuche das auszuführen und kriege sofort eine Messagebox. Oh, der String auf Zeile 5 ist falsch. Ist er. Und das andere hier, was ich vorhin sagte mit den fehlerhaften Datentypen, das ShowMessage erwartet einen String. Ich übergebe jetzt ein Int. Es ist trivial, ein Int in String umzuwandeln, auch in Python, da schreibt man einfach str drum. Aber das ist ein ganz expliziter Datentyp, das ist auch in der Doku immer vermerkt, sofern nicht anders angegeben, muss dieser Datentyp stimmen. Manche Funktionen erwarten mehrere Datentypen für einen Parameter. Aber in dem Fall wird nur ein String akzeptiert und ich kriege auch sofort eine Fehlermeldung um die Ohren geworfen, dass da was schiefgelaufen ist und ich kann eigentlich ziemlich schnell, ziemlich gut rausfinden, wo da was falsch läuft. Puh, jetzt habe ich viel und schnell gesprochen. Ich glaube, ich bin sogar noch fast in der Zeit. Das Ganze ist, wie gesagt, absolut im Alpha-Status, mitten in der Entwicklung und wird aber nichtsdestotrotz in 4.2 schon enthalten sein. Das hat technische Gründe. Einfach da jetzt den Code so divergieren zu lassen mit der Python-Unterstützung, das erst in 5.0 zu bringen und jetzt schon anzufangen an 5.0 zu arbeiten. Nein. Also wir liefern es mit 4.2 aus. Es ist wirklich so ein Moving Target, wie man sagt. Es wird sich noch viel ändern, es wird viel Neues dazukommen, es werden auch Sachen wegfallen in der aktuellen Implementierung. Und deshalb müssen wir wirklich an der Stelle ganz klar sagen, ihr könnt das gerne ausprobieren, wir freuen uns echt darüber, aber auf eigene Gefahr. Wenn da im Projekt was schief geht, können wir nicht versprechen, dass das 3 Tage später gefixt ist. Puh, meine Güte, jetzt habe ich schnell gesprochen. Von meiner Seite aus bin ich eigentlich schon durch.